Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau auf den World of Tanks Patch 8.9 mit Mu. Heute gucken wir uns die Panzer-Selbstfallerpette 4C mal an. Da ist sie. Das ist ein Wohnmobil. Das Wohnmobil ist bewaffnet mit einer 8.8 Flak. Dazu aber später mehr. Wir gucken uns einfach erstmal die Stats an. Wie gesagt, das ist Stufe 5 aus dem neuen deutschen TD-Baum und kommt mit 350 Hitpoints daher. 350 Hitpoints bedeutet, jeder oder fast jeder Panzer auf diesem Tier kann euch two-shotten. Er wiegt 23 Tonnen, hat einen Motor von 400 Pferdestärken, ein Speedlimit von 60 km/h. Das ist ein verdammt schnelles Wohnmobil. Traverse Speed liegt bei 48 Grad pro Sekunde. Und wie immer, 0 Panzerung, 20 vorne, damit ist das hier unten gemeint, 14 Seite und 14 hinten. Das hier oben ist absolut 0 gepanzert. Oben offen bedeutet, jede Heigi-Granate wird euch durchschlagen, jeder Panzer kann euch durchschlagen, müsst also aufpassen. Soviel zu den Stats, gucken wir uns einfach mal an, was das Ding so besonders macht, außer dass er verdammt schnell ist. Das Wohnmobil wird ausgeliefert mit einer 7,5 cm Flak L60, 15 Schüsse pro Minute, 139 Average Penetration und Schaden macht da 135 im Durchschnitt. Zielgenauigkeit von 0,35 auf 100 Meter, das ist okay. Und einer Einzielzeit von 1,7, das ist unglaublich hervorragend. Mit weiteren 9500 XP kann man sich die erste 8,8 auf Tier 5 kaufen. Und zwar eine 8,8 Flak L37L56 mit 8,82 Schüssen pro Minute. 132 Pen, das ist nicht so gut, aber 220 Durchschnittsschaden, das ist hervorragend. Bei der gleichen Zielgenauigkeit von 0,35 auf 100 Meter und einer Einzielzeit von 1,9, die immer noch hervorragend ist. Man kann von dort aus dann direkt weiter zum Nashorn oder man spart nochmal 16.500 XP für die weitere 8,8 cm Flak 41L74 mit 8 Schüssen pro Minute. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber immer noch machbar. 194 Pen, das auf Tier 5. Das heißt, auch im Tier 7er hat man kein Problem, man durchschlägt einfach alles. 240 Durchschnittsschaden, das ist hervorragend für dieses Tier. Mit einer Zielgenauigkeit von 0,32 für Tier 5 ist das hervorragend. Aiming Time liegt allerdings bei 2,3, das ist nur Durchschnitt. Gut, das waren die Kanonen. Sagen wir noch ein paar Dinge zum Abschluss. Und zwar zur Crew. Wir haben hier einen weiteren Kanonier. Das ist einmalig in diesem Baum. Das heißt, ihr werdet danach keinen weiteren Doppelkanonier mehr brauchen. Und wir haben hier einen weiteren Loader. Diesen werden wir später aber noch brauchen für Tier 9 und Tier 10. Oder nur Tier 10, ich bin mir nicht sicher. Ist auch wurscht. Behaltet einen von den Loadern auf jeden Fall in der Baracke. Ihr werdet ihn brauchen. Als Ausrüstung habe ich hier verbaut ein Medium-Kaliber Tank Gun Rammer. 10% Loading Time ist immer gut. Und ein Enhanced Gun Laying Drive, das baue ich standardmäßig ein. Offenes Fahrzeug, die Ventilatoren gibt es nicht. Ansonsten kann man sich ein Tarnnetz noch einbauen oder die Teleskop-Einheit. Allerdings ein Medium Spore Liner würde ich nicht empfehlen, da wenn euch eine Arti trifft, seid ihr tot. Ihr seid ein One-Shot, da helfen euch auch die plus-minus 25% hier nichts mehr. Gut. Das war's soweit zur Vorschau dieses Wohnmobils und ich zeige euch jetzt noch ein paar Gameplay-Szenen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald, euer Mu. Da sind wir auch schon. Ich bin zusammen mit Blackfade auf Hafen, Standard Battle. Sitzen beide im Wohnmobil und gucken uns jetzt einfach mal an, wie es sich so schlägt. Ich muss ja sagen, ich bin kein Fan dieser Map. Gerade im TD ist das nicht so schön, weil man einfach von allen Seiten beschossen werden kann, wenn man sich doof hinstellt. Wir werden jetzt hier gleich die Ziellinie entlangfahren, um zu gucken, ob vielleicht nicht ein Spotter die Nerven und den Mumm hat, dort oben über die Brücke zu rasen bei uns. Der Blickfeld wird jetzt hier links abbiegen, um die andere Brücke
zu sichern. Und wir gucken uns hier einfach mal vorne um. Vielleicht machen wir was auf. Wir haben wirklich eine hervorragende Sichtweite mit 380 Metern. Und ich habe hier auch noch zusätzlich ein Teleskop verbaut. Gut, das bringt jetzt beim Fahren nichts. Aber so viel rumfahren sollte man mit dem Teil auch nicht. Es ist groß wie ein Haus, also fast so groß wie ein Ferdi. Weshalb der Tarnwert extrem gering ist. Und solltet ihr irgendwann mal gesehen werden, kann euch hier alles auch in einem Tier 5 Match two-shotten. Das ist extrem gefährlich. Solltet ihr also mal dieses Wohnmobil auf dem Live-Server sehen, hört kurz auf zu lachen, ladet HE und schießt ihm in die Seite. Es tut verdammt weh. So, hier sehen wir jetzt einen Shinokai. Blackfade hat ihm einen schönen Hit verpasst. Ich habe ihn abgestaubt. Wir haben circa 8 Sekunden Reload, 7,5. Man kann es ein bisschen drücken, aber nicht viel. Reicht aber aus. Auf dem Tier ist es wirklich eine verdammt tödliche Kanone. Das werden wir aber noch sehen, hoffe ich. Und sie ist ziemlich genau. Das ist nicht die genaueste. Auch die Aiming Time ist nicht so hervorragend wie bei allen anderen Tank-Destroyern, die danach kommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Schuss auf den Panzer 38 kriegen. Na, leider nicht. Da hat ihn der BDR vorher abgestoppt. Jetzt wurden wir gesehen. Das war ein Art-Hit. Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Ich glaube, ich habe das gar nicht mitbekommen. Leider hier auch keine Crew mit einer Lampe, empfiehlt sich hier massivst. Rechts ist jetzt noch ein Shinokai aufgetaucht. Gucken, ob wir da noch einen Schuss drauf kriegen. 60 km/h, top. Wir können uns also von Position zu Position easy schleichen. Ja, wie man sieht, man schleicht sich in neue Positionen, schießt und haut ab. Den Shinokai haben wir mitgenommen, unser zweiter Kill. Und kurzer Spot hier über den Hügel. Rechts ein AT2, den holt sich der Blackbait. Wir können nicht drauf schießen, also kümmern wir uns auf die, um die Shinokais da oben. Na, wird's was? Der steht ein bisschen blöd für uns. Nein, leider keinen Schuss drauf gekriegt. Den hat sich der Blackbait geholt. Vielleicht auf den zweiten. Na, leider daneben. Das ist, wie gesagt, nicht die genaueste Kanone. Aber sie macht ihren Job. Dem haben wir schön einen in die Seite verpasst. Aber immer noch zwei Kills. Man muss hier wirklich aufpassen, dass man mit den 60 km/h Top Speed nicht zu übermütig wird. Sollte man gesehen werden, ist man wirklich tot. Das geht verdammt schnell. Es war auch ziemlich schwierig, hier ein Match aufzunehmen, wo ich mal nicht gleich am Anfang von einer Artillerie zerfetzt werde oder von einem KV-1S gewonshottet werde. Sowas passiert. Wie gesagt, Tarnwert ist extrem low. Man muss aufpassen, wo man steht. Man muss die Minikarte unglaublich oft im Auge behalten. Ein Fehler und ja, das war's. Gut, wir haben jetzt hier nur noch zwei Gegner. Links ein Wohnmobil, vielleicht kriegen wir dann einen Schuss drauf. Rechts wird sich hoffentlich Becky die Arti holen. Und nein, er haut ab vor uns. Schade, jetzt vielleicht. Und oh, daneben. Jetzt rammt uns auch noch der Shinokai. Und leider hat er uns da den Schuss verwehrt. Gut, gucken wir uns noch ein weiteres Replay an. Das war ja nun relativ kurz. Diesmal sind wir auf Sand River Standard Battle mit unserer Panzer Selbstfaller Wette 4C, das Wohnmobil. Wir fahren gleich am Anfang nach rechts, um unsere überlegene Sichtweite mit Teleskop, sollte sie bei 449 Metern liegen, mehr ist hier eh nicht drin. Werden wir gleich mal ausprobieren, ob wir da einen Gegner vielleicht spotten können und beschießen, bevor er uns überhaupt sieht. Das ist der einzige Weg, wie man mit dem Ding wirklich erfolgreich spielen kann. Nach vorne fahren ist nicht. Ja, sollte eine Kanone, gerade hier auf Tier 6, Anmerkung, man kann auch im Tier 7er Battle landen, das ist mir ziemlich häufig passiert, also gegen Tiger, IS und so weiter. Wenn eine Kanone in eure Richtung guckt, fahrt weg, bringt euch in Sicherheit. Jede Kanone ab Tier 6 kann euch eventuell one-shotten. Gerade wenn sie HE geladen haben, und sie werden es tun, zumindest die, die besser spielen können und wissen, was sie tun. Es ist extrem gefährlich, sich damit zu zeigen, deswegen werde ich jetzt hier, sobald der ELC auch ein bisschen näher kommt, gleich abhauen. Ich wollte hier bloß noch kurz einen Spot werfen, vielleicht kommt etwas hinterher, wir können vielleicht noch irgendwas abstauben oder wenigstens beschädigen. Jetzt kommt er uns zu nah, deswegen müssen wir verschwinden. Sollte er uns sehen, sind wir Fischfutter. Arti, One-Shot, geht verdammt schnell. Wir haben auch KV-1S und Hellcats, beides
unglaublich gefährlich für uns. Jetzt sehen wir aber den KV-1S Dart. Er hat uns noch nicht gesehen. Deswegen werden wir einfach mal versuchen, einen Schuss in die Seite zu bringen. Ja, 235 direkt in die Seite. Jetzt hat er uns gesehen, deswegen werden wir jetzt ein bisschen zurückfahren. Wir sind schnell genug, um uns schnell in Sicherheit zu bringen. So, jetzt habe ich geguckt, ob er vielleicht wieder auf uns schießt. Nein, er hat keine Lust, auf uns zu zielen. Er fährt zurück, aber sein Heck guckt raus. Werden wir einfach mal versuchen. Auch schade, denken leider daneben. Aber die Kanone braucht nicht lange zum Nachladen. Vielleicht können wir es nochmal versuchen und zack, direkt durchs Heck. Er hat es nicht kommen sehen. Letzten 37 Schaden noch abgestaubt. Das hier war eins meiner früheren Spiele. Ich bin verdammt oft geplatzt, als ich das Ding ausprobiert habe. Man muss sich wirklich an diese Spielweise gewöhnen. Und eine Lampe beim Commander wäre auch sinnvoll. Habe ich hier leider nicht. Deswegen muss ich mich einfach darauf verlassen, dass ich nicht gesehen werde. Oder wenn Einschläge in meiner Nähe sind, habe ich einfach Glück gehabt und verpiss mich. Das ist ziemlich wichtig. So, da ich jetzt alleine nicht vorfahren will, lasse ich einfach mal den KV-2 sein Werk tun. Vielleicht können wir dann von hinten supporten. Es ist wirklich der einzige richtige Sniper in diesem Spiel. Jedes andere Fahrzeug kann noch irgendetwas machen, einen Schuss fressen oder irgendwas bounced, aber hier bounced nichts, hier geht wirklich alles durch, deswegen gibt es nur diesen einen einzigen Weg, ihn zu spielen, ihn erfolgreich zu spielen, hinten stehen, warten und hoffen. So, jetzt sehen wir einen AT-2. AT-2 angewinkelt ist kaum zu knacken, wie man sieht. Wir schießen hier mit AP. Mit einer Pen von 132 ist nicht gerade groß. Deshalb werden wir den T2 auch nicht durchschlagen können. Wir haben aber leider auch kein anderes Ziel, worauf wir schießen können. Auch von hier hinten habe ich versucht, auf den Turm zu schießen. Funktionierte leider nicht ganz so, weil die Kanone etwas nach unten zieht. Jetzt haben wir aber ein Nashorn gesehen. Und dem Nashorn können wir schön eine verpassen. 248, sehr schöner Hit. 7 Sekunden warten bis zum Reload und noch ein weiterer Schuss. Sehr schön. Jemand anders holt ihn sich weg. Wir haben aber 2 Schuss in dieses Nashorn versenkt. Wie gesagt, die... Oh Gott. Ja, da muss man aufpassen. Wenn man zu schnell ist und solche Manöver veranstaltet, sollte man darauf achten, dass man weich landet. Gut, aber das Ding ist ziemlich robust, wie wir gesehen haben. Wir haben keinerlei Schaden gekriegt, obwohl wir durch die Luft gesegelt sind. Jetzt sind auch nur noch 3 Hartis übrig. Und jetzt mache ich etwas ziemlich Dummes. Wie gesagt, wir sind mit 350 HP dabei, 20 mm Panzerung maximal und ein offenes Fahrzeug. Was sollte man im Leben nicht tun? Genau, auf Arti-Jagd gehen. Aber ich hatte hier bisher nur einen einzigen Kill und ein beschädigtes Nashorn. Deswegen wollte ich einfach nochmal ausprobieren, was die Kanone kann. Wie gesagt, das war eins der früheren Spiele. Deshalb beteilige ich mich jetzt einfach direkt an der Jagd. Normalerweise müsste man mit dem Ding jetzt einfach an den Cap fahren und cappen und eventuell darauf hoffen, dass die Artillerie einen da rausschießen will und näher kommt. So, mir war klar, dass die Arti da unten nicht sein kann, also muss sie da oben irgendwo auf AB0 sein. Deswegen fahren wir dahin und hoffen, dass wir sie zuerst sehen. Jetzt gucke ich einfach mal, ob die sich da unten vielleicht versucht zu ertränken. Nein, gibt nichts auf. Gut, dann muss sie da oben auf dem Hügel sein. Wir haben eine Grille und einen FV-304. Das sind zwei verdammt schnelle Artillerien. Gucken, ob wir sie finden können. Wir sind ebenso schnell. Da, eine Artillerie wurde gefunden. Die FV-304. Leider kann niemand drauf schießen. Dann werden wir das wohl erledigen müssen. Jetzt haben sie auch noch... Jetzt hat sie auch noch unsere Arti mitgenommen. Ja, der spielt nicht schlecht, wie man sieht. Der hat auch schon 3 Kills. Gut, dass er uns bisher noch nicht gesehen hat, sonst hätte er uns wahrscheinlich auch mitgenommen. Jetzt kraxeln wir den Hügel hoch. 19, 18 km/h, das ist nicht schlecht. Jetzt geht's runter auf 14, ist aber auch verdammt steil. Insgesamt, finde ich, fährt sich das Wohnmobil hier ziemlich gut. Ist sehr wendig, sehr mobil. Muss es auch sein. Allerdings, er ist wirklich extrem anfällig und das erfordert eine extrem defensive Spielweise, die mir überhaupt nicht liegt. Und jetzt haben wir die Grille gesehen.
Warten, ersten Schuss verpasst. Ich hätte HE-Laden sollen, mal gucken, was passiert. Aber oh, er dreht sich in unsere Richtung. Das ist nie gut. Wenn er jetzt nach unten schießt, könnte er uns sogar erwischen. Wir müssen noch ein Stück zurück, Stück zurück, Stück zurück. Na, kriegen wir sie. Ja, wir haben sie erwischt und oh. Da kommt die Hellfrau aus einem Winkel, den ich nie erwartet hätte. Und finisht uns mit einem einzigen Schuss. Ja, das war eins meiner ersten Spiele. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wie gesagt, mir gefällt der Panzer ziemlich gut, erfordert allerdings eine extrem defensive Spielweise, die ich mir erst neu erlernen muss. Ich bin ja ein aggressiver Spieler. Aber das Fahrzeug hier ist extrem spaßig, wenn man damit umgehen kann und sich bei großen Kanonen und großen Artillerien fernhält. Gut. Macht's gut. Wir sehen uns in einem anderen Video. Viel Spaß. Tschüssi.